Sehr schön. Warte mal, ich muss mein Religions... im Religionsbildschirm schauen. Weil könnte ich mir jetzt nicht den Islam aneignen? Pff, nö. Wieso sollte ich? Ich kann diesen Krieg innerhalb der nächsten 2 Runden beenden. Kein Grund für mich, irgendwie nach Frieden zu suchen. Dieser Krieg ist sowieso gleich vorbei. Mit Ife-Ife werde ich... ich bin versucht, Ife-Ife auch noch anzugreifen und mir zu holen. Stark versucht sogar. Sehr stark versucht. Wieso habe ich denn eigentlich gerade zurückgezogen? Ich weiß es nicht. Egal, da steht er gut. Stellung gehen, feuern. Blockade. Bald ist es vorbei. Das Ende ist nah. Ah, ja, gut. Bau mal eine Werkstatt. Mein Land kann aufblühen, sobald Ägypten Geschichte ist. Und Ife ist eigentlich auch noch das Letzte, was mir... Oh, die Macht ist... auch so viel Weizen. Das ist Basis für eine wahrlich kann Basis für eine wahrlich große Stadt sein. Oh. Okay. Scheinbar doch nicht. Gut, schließe ich mit Ife Ife Frieden. Jetzt befreundet. Jo, jetzt wo wir nicht mehr Feinde sind, können wir ja wieder befreundet sein. Jo, jetzt wo wir nicht mehr verfeindet sind, können wir ja Freunde sein. Diese Logik finde ich toll. Alles drauf. Und drauf und tot. Ein Gott kann nicht besiegt werden. Meine göttliche Macht wird euch in Kürze zerstören, dessen bin ich mir sicher. Ja. Annektieren. Zack. Und damit war er weg. Vernichtet. So, jetzt haben wir ihn komplett geschluckt.
Jetzt haben wir ihn komplett geschluckt. Neun Runden nur. Gärten bringt zwei Zufriedenheit in der Stadt. Das ist cool. Hat schon was. Unbekannte Protestantismus, unbekannte Zivilisation. Gut, Gerichtsgebäude. Wir haben ihn ausgelöscht. Das war mal anstrengend. Das war jetzt mal recht anstrengend. Bauernhof errichten, noch ein Bauernhof errichten. Cool. Und jetzt, ja, jetzt mögen uns die meisten nicht mehr. Aber jetzt können wir wieder. Jetzt müssen wir unser Reich wieder. Jetzt müssen wir dieses Reich wieder aufbauen. Ich finde es interessant, dass man hier immer noch so durchschlüpfen kann. Weil es nicht ganz geschlossen ist. Hat was. Hat was. So, und wer braucht noch Fürsorge? Ah, der. Bauernhof errichten. Öffentliche Erklärung der Zivilisation Portugal. Schön. Für dich, Portugal. Mit Cabo sind wir aber noch verbündet, oder? Ja. Ein Forschungsabkommen. Ja, wieso nicht? Polis, München leidet Hunger. Sprechen.
Okay. Gott. Wow, hier sind sämtliche Handelsvereinbarungen. Die wir je gemacht haben während des Spiels. Weltpolitik. Er hat uns verraten. Er hat uns denunziert. Oh, man kann sehen, was für Sozialpolitiken die haben. Das ist interessant. Welche die verbotene Stadt und so Hagia Sophia und Parthenon. Oh, hängende Gärten, große Mauer, Angkor Wat, Chichen Itza, Burkine, Artemis-Tempel, Mausoleum, Halikarnassos, Petra und Terrakotta-Armee. Tradition, Ästhetik und Ehre. Unabhängigkeit, Patronat und Rationalismus. Der hat 13. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 12. Der hat eine mehr als wir. Interessant. So. Produktion wählen. Ein Zoo. Oh, Hamburg hat genauso viele Einwohner wie Berlin. Ja, Memphis wurde ja stark zurückgeschlagen. Nehmen wir hier auch einen Zoo. Und hier nehmen wir auch einen Zoo. Ich will gegen diese enorme Unzufriedenheit angehen. Das lähmt. Das lähmt meinen Staat. Oh, ich habe bewiesen, dass die Erde rund ist. Ich bin einmal um die Welt gesegelt. Ich glaube, ich werde nach der kommenden Runde mal eine kurze Aufnahmepause machen. Nur kurz. Ich werde dann in 1, 2 Stunden weiter aufnehmen. Vielleicht auch schon eher. Aber halt, ja. Eine kurze Pause machen. Ein paar Videos gucken. Mir was zum Frühstücken holen. Und danach geht's weiter. Aber schauen wir erstmal, was wir in der Runde noch zu tun haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall Chemie. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch. Und ich glaube, das mache ich sofort. Ich will meine Armee eigentlich immer möglichst stark halten. Mönch mit Vancouver hatte ich vorher, ne? Ich glaube, ich. Bin gerade am Überlegen, ich könnte Produktion pro Runde an Memphis. Ja. Ich mache Produktion pro Runde an Memphis. Ich will diese Stadt wieder aufbauen.
Nehmen wir mal Wirtschaftswesen. Windmühle ist sehr nützlich. So. Dann mal eine kurze Aufnahmepause. Ich speichere Bismarck LP. Speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, die vermutlich gleich weitergeht. Mal schauen, wie ich das so schneide. Tschüss.